Was geht ab, liebe Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer noch wunderschöne Menschen zu sehen, Freunde. Wir sind back am Start heute mit dem Comeback in Anführungsstrichen von Elias, der jetzt seit einiger Zeit nichts von sich hat hören lassen, aber jetzt wieder back am Start ist mit Tokyo Drift. Ich bin sehr gespannt, Mann. Schaut euch gerne oben im E meine anderen Elias Reactions an, wo ich ihn so ein bisschen entdeckt habe für mich. Jetzt natürlich hat er einige Songs, die einfach in den Playlisten drin sind, die man sich immer wieder geben kann. Ich bin sehr gespannt auf Tokyo Drift. Ich hoffe ja, dass er seinen Sound beibehalten hat, aber trotzdem sich ein bisschen weiterentwickelt ab und zu, weil es gibt einige Songs, die sich jetzt schon sehr, sehr ähnlich anhören, und ich hoffe einfach, dass er nicht untergeht in diesem Jargon, sag ich mal, dass er nicht untergeht, indem jeder Song hört sich irgendwie gleich an, man weiß nicht, welcher Song welcher ist quasi, dass es ein bisschen einen neuen, fresheren Sound gibt. Ich hoffe drauf, ich bin sehr gespannt, ich mag Elias sehr gerne, wir werden uns auf jeden Fall mehr von Elias geben, deswegen lasst gerne ein Abo da, falls ihr das sehen wollt, Freunde, wir geben uns gerade auch die ganzen Donnerstag-Reactions, die ganzen Donnerstag-Releases hier in den Reactions, also lasst gerne ein Abo da, wenn ihr wollt, Freunde, heute, morgen, übermorgen kommen sehr viele Videos online, und dann würde ich sagen, hören wir rein bei Elias mit Tokyo Drift, Freunde, der Beat ist produziert von Nico, und das Video ist bei All Different Production, wir hören rein, let's go! Oha! Yeah. Let's see what the kids got. Yeah, Fast and Furious, ey, yo, steig in die Corvette. Stingray, es geht los, halt dich fest. Okay, Beat ist eine 1+. Beat ist eine 1+ mit so einem kleinen Sternchen, Freunde. Mit so einem kleinen Mini-Sternchen. Ich sag's, wie es ist. Beat ist real talk nice. Auch der Anfang gefällt mir sehr. Mit der, wo man hier auf der Straßenbahn oder Autobahn unterwegs ist und durch die Stadt gleitet. Geil bis jetzt. Geiler Vibe direkt. Vibe direkt gecatcht. Let's race. Vibe direkt gecatcht. Let's see what the kids got. Yeah, Fast and Furious, ey, yo, steig in die Corvette. Stingray, es geht los, halt dich fest. More money, more problems, was ist next? Alles, was du siehst, ist Rauch, Baby, ciao, ich bin weg. Fast and Furious. Oha, ey, Real Talk, der Flow ist anders nice wieder. Es ist wieder anders nice bis jetzt. Es ist so den Elias, den man kennt. Aber Production Value ist geupt worden. Ich habe das Gefühl, die Soundqualität ist nicer. Ich habe das Gefühl, die Videoqualität ist nicer, obwohl die nicht schlecht war bei Elias. Aber es ist ein bisschen alles nochmal ein bisschen geupt worden, in meiner Opinion. Seine Stimme ist so crispy clean, man. Die ist so crispy. Hört sich mit Kopfhörern. Die ist crispy clean, die Stimme. Stingray, es geht los, halt dich fest. More money, more problems, was ist next? Alles, was du siehst, ist Rauch. Baby, ciao, ich bin weg. Smooth criminal, glaub mir, nein, ich stotter nicht. Felgen glänzen in der Nacht und im Sonnenlicht. Keine Kratzer in deinem Lack, wenn du Popper bist. Und die dachten wirklich alle, Mann, die stoppen mich. Doch alles. Ich finde die Adlibs auch nice, man. Es ist simpel gehalten, es ist nur ein Let's go. Es ist so simpel gehalten, aber für mich macht das Elias auch aus. Aber ich habe bis jetzt auch wieder das Problem, ich könnte jetzt vielleicht in ein, zwei Monaten nicht mehr sagen, wie das Song heißt, weil der sich immer noch sehr ähnlich zu allen anderen anhört. Das ist gar nicht so böse gemeint, Mann. Es ist ja alles nicht schlecht. Aber ich brauche ein bisschen was Fresheres, was Neueres wieder. Neuen Ansatz, neuen Stil. Es ist nicht bad, ich fühle den Song und ich werde mir den auch öfter anhören. So ist es nicht, aber ich brauche irgendwie was poppt, was ein bisschen was anderes ist. Dass man auch mal sieht, okay, ey, ja, ist Tokyo Drift nicht der Song, wo er das und das gemacht hat? Und jetzt ist es halt so, Tokyo Drift, das ist auch der eine Song von Elias, der sich wie die anderen anhört. So nicht bad. Aber es ist halt auch nichts Außergewöhnliches irgendwie langsam. In deinem Lack, wenn du Popper bist. Und die dachten wirklich alle. Der Beat ist halt aber nice. Der Beat ist eine 1+, muss man auf jeden Fall sagen. Mann, die stoppen mich. Doch alles cool, alles easy, Mann, okay, okay. Seitdem ich rappe, ist mein Portemonnaie eine PSP. Need for Speed, Gran Turismo und kein ICE. Ich drück aufs Gas und hey, da bluten so wie mein Filet. Ich sag Corvette, aber eigentlich fahr ich Maserati. Komm ich vorbei, denken Leute, wir sind in Abu Dhabi. Fly is the life, no doubt, baby, Gwen Stefani. Whip fast, cash, grün, baby, Viva. Oh, ey, ich fühl's halt wieder, diese ganzen Popkultur-Sachen auch droppt, so, We Need for Speed, Gran Turismo, jetzt eben von Gwen Stefani, den Song, PSP, mein Popmonet sieht aus wie eine PSP, Bruder, ich check zwar nicht, was er damit meint, PSP, ich hatte eine PSP früher, PSP war sehr fett und eine PSP ist sehr fett und hat nie in die Hosentasche gepasst, ich glaube, das ist das Ding, weil die PSP wurde so beworben, passt in jede Hosentasche rein, Digga, die war so fett einfach, die war so riesig, die hat nicht in dein Portemonnaie in deine Hosentasche reingepasst, so, ich glaube, das ist das Ding, aber ich mag das gerne, dass er diese Popkultursachen so mit einwirft immer. Fast and Furious, ey, yo, steig in die Corvette. Stingray, es geht los, halt dich fest. More money, more problems, was ist next? Alles, was du siehst, ist Rauch, Baby, ciao, ich bin weg. Fast and Furious, ey, yo, steig in die Corvette. Stingray.
Video-Quality ist sehr, sehr high, muss man sagen. Ray, es geht los, halt dich fest. More money, more problems, was ist next? Alles, was du siehst, ist Rauch. Baby, ciao, ich bin weg. Für dich ist kein Platz, Homie, das sind Two-Seater. Ging aus der Hood mit nix und ich kam im Coop wieder. Oh, nice Zeile. Das so weit, da schreibe ich das alles im Buch nieder. Free Smoke, Baby, ich riech in der Booth Reefer. Cops halten an und fragen, wo ist der Führerschein? Wagen liegt so tief, die passen durch die Tür nicht rein. Ey, das Ding ist halt echt, dass ich so ein... Ich will nicht, dass er seinen Style zu 100% ändert, aber wisst ihr, was ich meine? So, man könnte so 20 Sekunden aus irgendeinem Song von ihm abspielen und wüsste nicht, welcher es ist irgendwie. Ich brauche so ein bisschen was Neueres, dass er... Ey, vielleicht geht es auch nur mir so, ich weiß es nicht. Ich finde den Song nicht bad. Ich will den gar nicht haten. Ich finde den Song nice. Aber es ist halt dieses... Ich brauche irgendwas anderes, mal Abwechslung. Wisst ihr, so... Keine Ahnung, schreibt gerne rein, ob es euch ähnlich geht, aber das ist so das, was mich so ein bisschen stört gerade. Sportsitz muss gut aussehen, nicht gemütlich sein. Yeah. Up in Smoke mit den Autos auf die Bühne time. Midnight Club, Homie, das die Dub Edition. Von 0 auf 100 in paar Seconds, keine Competition. Laid back, Baby, wenn ich meinen Text schreibe. Immer clean, Sneaker Match mit meiner Bremsscheibe. Oh, okay, warte ganz kurz. Baby, wenn ich meinen Text schreibe. Immer clean, Sneaker Match mit meiner Bremsscheibe. Fast and Furious, ey, yo, steig in die Corvette. Staying Ray, es geht los, halt dich fest. More money, more problems, was ist... Der Song hat halt wenig, wenn ich ihn beschreiben müsste, was ihn aussagt, hat wenig Aussagekraft irgendwie, wisst ihr so? Das, ich muss Props geben für das Production Value und ich finde auch, der Sound hat sich nochmal geupt von der Quality her. Der Beat ist insane krass, das Video ist insane krass von der Quality her. Ich glaube, wir haben auch sogar 4K, würde mich nicht wundern. 1044, aber es ist ein krass, krankes Video, muss man sagen. Und auch vom Vibe her ist es geil, er float nice, es ist alles nice. Vielleicht weil man auch so verwöhnt ist, weil er jetzt abliefern muss, so, wisst ihr? Vielleicht hat man was Gutes erwartet, aber ich wünsche mir gerne irgendwie eine Abwechslung mal so ein bisschen. Dass er so, weil jetzt habe ich irgendwie 5-6 Songs, die sich genauso anhören von ihm, die alle nicht bad sind, aber das ist halt so mehr oder weniger das Gleiche immer und das finde ich so ein bisschen schade. Next, alles was du siehst ist Rauch, Baby, ciao, ich bin weg. Fast and Furious, ey, yo, steig in die Corvette. Oh, geile Kamerafahrten auch, holy shit. Geht los, halt dich fest. More money, more problems, was ist next? Alles, was du siehst, ist Rauch. Baby, ciao, ich bin weg. Heftiger Beat aber, real talk. Ey, wie gesagt, gar nicht bad gewesen. Sehr, sehr nice gewesen. Kriegt auch einen Daumen nach oben von mir. Werde ich mir auch in irgendeine Playlist packen, in so eine Chill-Unterwegs-Playlist oder so. Aber wie gesagt, jetzt auch kein Totally-Banger, weil es halt einfach... Es ist fies, wenn man sagt, es ist ein 0815 Elias-Song, aber weil die ja alle nicht bad sind, so wisst ihr, das hört sich so abwertend an, aber das Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass sich jeder Song wirklich mehr oder weniger ähnlich gleich anhört und man den nicht unterscheiden kann. Ich hoffe einfach, dass da noch irgendwas kommt, dass er eine andere Richtung vielleicht ausprobiert, irgendwie hookmäßig mal ein bisschen was anderes macht und nicht immer wieder quasi den gleichen Song mit anderem Text dann so bringt, wisst ihr, wie ich meine? Lasst mal eure Meinung dazu gerne noch in den Kommentaren, da was ihr von meiner Aussage haltet. Ansonsten würde ich sagen, Friends, sehen uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, so wie immer und ciao.